Bitte sag du selber was zu deiner Entscheidung. Ja, ist wahrscheinlich mit Abstand die schwerste Pressekonferenz, die ich bisher halten muss in der Zeit, in der ich Sportdirektor sein durfte. Ich bin aber auch ein ganz gutes Beispiel, finde ich, momentan, was auf der Welt passiert. Denn wir haben uns lange unterhalten und mich im Club sehr vertrauensvoll und gute Gespräche gehabt über meinen Entscheid, wie es mir geht und was dann eigentlich in 24 Stunden draus gemacht wird und was alles gesprochen wird und was alles spekuliert wird, ist genau das, was mich tatsächlich krank macht. Und das ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job, so wie dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben. Kein verletzter Stolz, keine Wut, kein Frust, keine Liebe, kein irgendwas, sondern rein die Person Max Eberl ist erschöpft und müde. Und das ist der Grund, warum ich mit dem Club in den letzten Wochen und Monaten gesprochen habe, geredet habe. Meine 23 Jahre hier zu beenden. Und ich beende was. Ich beende was, was mein Leben war. Ich beende was, was. Was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet hat, weil Fußball mein Leben ist. Fußball ist mein Leben, Fußball ist meine Freude. Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude und nicht mein Spaß. Und deswegen habe ich den Club gebeten, und der Club hat wirklich alles versucht, mich zu überzeugen, hat mir alle Türen geöffnet, hat mir alle Möglichkeiten gegeben, Zeit zu gewinnen, Ruhe zu gewinnen, um weiterzumachen. Aber ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ich muss für mich den Punkt treffen, wo ich sage, ich muss raus, ich muss auf den Menschen aufpassen. Und das ist die höchste Verantwortung, die ich habe, auf meine Gesundheit, auf mich zu achten. Bei allem, was ich immer hinten angestellt habe, weil ich alles in den Dienst dieses Clubs gestellt habe, alles, was ich habe, habe ich auf dem, wie sagt man so schön, auf dem Platz gelassen. Ich habe mich wie um ein Kind gekümmert hier, mit aller Kraft, die ich habe. Und die Kraft ist einfach jetzt nicht mehr da. Und deswegen, auch in der Situation, in der sich Mönchengladbach gerade befindet, sportlich, kann ich Menschen verstehen, die sagen, wie kann er jetzt? Es geht gerade nicht um Fußball, es geht gerade um mich. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass der Club gestern mir die Möglichkeit gegeben hat, den Schlussstrich auch zu ziehen.